Am 2. September 1945 gründeten sich die CDU-Landesverbände Rheinland und Westfalen. 75 Jahre Zusammenhalt und Verantwortung. Ein Grund zu feiern. Das war unter den Corona-Bedingungen natürlich eine Veranstaltung, die einen anderen Charakter hatte. Aber es ist, glaube ich, gerade jetzt trotzdem wichtig, an die Gründer zu erinnern, an unsere Ideale zu erinnern, mit denen wir in schwerer Zeit 1945 diese Partei ins Leben gerufen haben. Und auch an die zu erinnern, die die geprägt haben. Und jetzt eine Antwort zu geben in die Zukunft, was Christdemokratie im 21. Jahrhundert bedeutet. Eine unglaublich gute Stimmung, die getragen ist von einer großen Ernsthaftigkeit, dass wir weiter diese Krise gemeinsam managen, dass wir auch an die Folgen denken und gleichzeitig auch einem großen Stolz auf das, was bisher erreicht wurde in der CDU Nordrhein-Westfalen. Es ist der größte Landesverband in der CDU Deutschlands, aber auch ein Landesverband, dem ich mich persönlich ja deswegen so verpflichtet fühle, weil ich Mitglied bin, weil ich hier aufgewachsen bin und weil ich meine ersten Gehversuche auch in der Politik hier im Landesverband NRW gemacht habe. Das war eine gute Atmosphäre, es waren viele alte Freunde dabei, ein Familienfest und es passt gut in die Zeit.